Ach, hallo! Na, wir haben uns aber lange nicht gesehen, hä? Ja, ich bin wieder mal hier im Kabeljournal. Ja, nee, herzlichen Glückwunsch zum Tag der Deutschen Einheit, hä? Ja, zum Wohle, die ist dann nachher dran, ja. Nee, wenn man sich's überlegt, hä? 25 Jahre sind wir nun ein vereinigtes deutsches Vaterland. Wie die Zeit vergehen tut. Am Anfang, wissen Sie es noch, am Anfang hat es ja geheißen, dass zusammenwachsen tut, was zusammengehört. Na, das hat aber, glaube ich, nicht so richtig geklappt. Hä? Also, wenn es geklappt haben täte, dann müssten wir ja mittlerweile mit die Wessis ein Herz und ein Sinn sein. Förmlich eins schon klumpen. Oh, das sind wir, glaube ich, nicht ganz. nee, also wissen Sie, die Wessis zum Beispiel, die haben sich noch immer nicht an den Solidaritätszuschlag gewöhnt. Ne? Und dann noch die Sprache. Die Wessis kennen immer, die kennen immer noch kirisches Sächsisch reden. Nee, auch die Niedersachsen nicht. Obwohl die es ja nur einfach in, also die hätten es ganz einfach, die Niedersachsen. Ne? Die müssten ja bloß von Niedersächsisch ein Niveau nach oben. Und da hätten sie Sächsisch drauf. Aber nee, die kennen's nicht. Und die Bayern, die sind ja vom Sächsischen so weit entfernt, wie die Weißwurst von einer essbaren Speise. Nee. Und der BND ist im Vergleich zur Stasi immer noch ein zahnloser Bettvorleger. Ich so, nee. Und in Sachsen gibt's immer noch 2-3 Immobilien, die im Ossi gehören. Ja, nee, das mit dem Zusammenwachsen. Es hätte vielleicht klappen können, das mit dem Zusammenwachsen, wissen Sie, wenn wir ein bisschen gleicher sein täten, Ossis und Wessis. Ne? Also gleich reich und gleich doof. Wobei, aber das sind ja nicht gleich. Wobei, bei der Doofheit ist es noch relativ gerecht verteilt. Ne? Also die Dream, die haben den Lothar Matthäus und den Daniela Katzenberger. Wir haben Olaf Schubert und das sind die aus Mozart. Ne? Ja, das ist relativ gerecht. Aber was die Reichheit betreffen tut, ne? Also ne, wissen Sie, wie die Reichheit verteilt ist? Ha, also 10% von der Bevölkerung in Deutschland besitzen 90% vom Reichtum. 10%, 90% vom Reichtum. Ne? Dann sind 40%, die besitzen noch 9% vom Reichtum. Und 50% der Bevölkerung besitzt noch 1% vom Reichtum. Ja, so ist das verteilt. Ne? Und die Verteilung wird von Jahr zu Jahr gerechter. Ne? Die Ehen, die waren immer reicher, die 10%. Ne? Und raten Sie mal, wie viel Ossis bei die 10% ganz Reiche dabei sind. Nicht einer, genau. Ja. Die Ossis, also wir haben die Mehrheit bei die 50%, die noch 1% vom Reichtum haben. Aber der Witz ist, das 1% vom Reichtum sind immer noch 55.000 Euro pro Kopf. Ja. Nun frage ich mich auch, wer hat meine restlichen 53.000? Das alles, nee. Wissen Sie, was die Reichheit betreffen tut, da waren die Russen, die waren schlauer. Ne? Die haben ihr mütterchen Russland unter sich aufgeteilt. Ja, nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Millionäre wie in Moskau. Ach. Wir haben es eben nicht glauben wollen. Von der Sowjetunion lernen, heißt siechen lernen. Naja, aber wie gesagt, das war ja damals. Wir feiern heute die deutsche Einheit. Eh? Jawohl, zum Wohle. Auf alle Siecher, die wird jetzt gekappt hier. Zum Wohle.